Go, Bitch! Sterben wie ein Ägypter. Kennt ihr den Song von den Ärzten? Ja, aber das ist eher gehen wie ein Ägypter, nicht sterben. Nein, sterben, doch, doch. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist sterben wie ein Ägypter. Ja. Und zwar in dieser Melodie. Ich habe auch die richtige Melodie gewählt, damit das klar ist. Sterben wie ein Ägypter. Aus Berlin. Aus Berlin. Ja, hallo, wir sind zurück bei 7 Days to Die. Wer hätte das gedacht? Wir laufen, sterben und freuen uns wie Ägypter. Wer nicht was damit anfangen kann, das muss Schrammo heute erklären, weil Schrammo hat sich bereit erklärt zu erklären. Nee, er hat sich noch nicht erklärt. Er will sich erst noch erklären. Er will sich dazu bereit erklären. Also er ist bereit, es zu erklären. Jetzt laber mir nicht dazwischen, du Penner. So, er will sich dazu bereit erklären. Tut mir leid. Ich komm nicht wieder vor. Gut. Er will sich einfach nur dazu bereit erklären. Dann schauen wir, fangen wir an. Ich will mich jetzt, ich würde mich gerne dazu bereit erklären. Was soll ich erklären? Ja, das ist richtig. Da fängt schon an. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, wir sind deutlich über der Zeit, jetzt schon. Denn eigentlich hatten wir nur 7 Tage Zeit zum Sterben, ne? Ja. Wir sollten 7 Tage lang sterben. Jetzt ist Tag 12. Ne? Wir haben das Game kaputt gemacht. Gamebreaker. Komm, ich habe übrigens ganz viel Wasser gefunden. Das tue ich hier unten in die Mitte, oben in. Wo ist denn hier noch eine Kiste frei? Wo hast du Wasser gefunden? In deinen Handflächen von den ganzen Tränen, die du geheult hast? Handflächen? Schrammo! Ja. Der Fred baut Hanf an. Wir sollten das melden. Ich habe eigentlich Hand gesagt, aber okay. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Ich hab das gehört. Wo? Gib mir meins. Komm, ich hab schon. Oh, komm. Jetzt gib ihm endlich seinen Stoff. Ja, ich wollte gerade sagen, Franz, alter Falter, du. Du oller Junkie, du. Ja, passiert. Ja, was passiert, willst du machen? Was willst du machen? Fick dich. Was willst du machen, hä? Bisschen kiffen? So. Wir brauchen aber noch ganz viel Materialien. Jungs, mit euch spielen. Wir brauchen aber noch ganz viel Marihuana, was? Mit euch das spielen ist nicht gut für den Kopf. Ja. Ich hab mal ein bisschen Holz besorgt. Das geil. Ist geil! Dankeschön. Geile Holzscheiße, ja, gemein. Yeah. Holzscheiße, Alter, dass wenn der Splitter gibt, das tut doch wahnsinnig weh. Wo sind denn diese bescheuerten Dosen? Die habe ich doch vorher noch gesehen. Wollt ihr mich alle verarschen? Nein, aber was kann man denn jetzt mit den Dosen machen? Kann man da nur Scrap Metal draus herstellen oder was? Wahrscheinlich kannst du doch irgendwas reinpacken oder auch nicht. Nein. Nein. Warum? Kann ich nicht. Nee, ich kann da. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich kann daraus auch nichts machen, wa? Doch, Scrap Metal. Oh. Ja, aber mach das mal nicht. Vielleicht kann man die ja später noch zunehmen, eben. Ja, gut, aber wenn der nächste Patch kommt, hast du ja eh vergessen, die Daten mit rüberzunehmen, dann ist eh alles weg. Ja, hallo, nein. Hass. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab auch noch die ganze alte Installation und so. Ja, und jetzt spielt er auf, weißt du, wenn wir mit der Aufnahme durch sind, damit wir in der nächsten Aufnahme noch alles nochmal machen dürfen. Oh, man! Sag mal, warum kann ich denn keine Pickaxe bauen? Du hast wahrscheinlich Lead Ingot genommen und nicht Iron Ingot. So ist es mir vorhin gegangen. Ist dem so? Wer packt denn hier Lead Ingot rein? Ja. Schrammo. Hey, Moment mal, warum bin ich jetzt schuld? Ich hab mich zu dem Thema gar nicht geäußert. Schrammo kennt gar kein Lead Ingot. Schrammo ist einfach nur Lead, oder was? Ich bin richtig Lead, Alter. Lead Hex, lol. So, Schrein. Dem diese Fachsprache auch nichts sagt, der soll das in den Kommentaren bitte sagen. Ich habe keine Ahnung, worum es hier gerade geht. Ich bin ein kleines Mäuschen. Das glaube ich dir. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. So. Ich baue jetzt erstmal ganz viel Beton und dann gibt es da besseren Beton raus. Und dann das gute alte Betonit, ey. Außen ans Holzchen gibt's das denn dran? Lieber Herr Fred. Lieber Herr Franz. Ich habe doch mal Sachen gekocht aus dem Hirschfleisch. Was brauchte ich dazu nochmal? Außer Hirschfleisch und Kartoffeln. Hirschfleisch und ein Tisch. Also eine Schüssel. Oh, wie mache ich die? Und aus was mache ich die? Aus Lehm. Haben wir Lehm? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe mal Lehm graben, glaube ich. Ja gut, jetzt ist 22 Uhr. Ich glaube nicht. Ach, wir haben Nacht. Verdammt. Ja. Oh Gott, dann geht's ja oben ab, wa? Ja. Wer hat da seinen Spaß? Ich glaube, ich lege mich hin.
Es ist Sonntag, ja, und wenn ihr diese Folge guckt, während sie rauskommt, kann ich sagen, ich bin gerade auf der Arbeit. Ja, und ihr seid wahrscheinlich. Ich ihr seid wahrscheinlich schon zu Hause und freut euch darauf, dass übermorgen Weihnachten ist. Ne, und übermorgen ist Weihnachten. Sag mal, wenn wir, wenn wir uns hier was wünschen könnten, ja, so, was würdet ihr euch wünschen? Auch so Sachen, die man vielleicht nicht so kriegt. Weltfrieden. Na ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen schlecht mit Zombies, aber gut, wenn du es dir wünschst, dann ist das in Ordnung. Ich möchte Miss America werden. Das kriegen wir hin. Obwohl ich da noch ein heißer Gegner bin. Ja, du bist auf jeden Fall. Ah, verdammt. Red mal, Digga. Ich habe überlegt, ob man vielleicht so Schießscharten bauen kann, aber ich glaube, da klettern dann eher Zombies nicht raus. Ja. Die bösen Zombieschaden. Auf jeden Fall die komischen Shit-Zombies hier. Ja, die komischen Shit-Zombies. Hui! In your face, bitch! Oh. Ja, aber die Zombies laggen schon ein bisschen. Das muss man mal hier sagen. Das muss man mal hier sagen. Es liegt daran, dass es bei mir eben ein bisschen ruckelt, ne? Und da ich ja hochste. Ja. Aber du musst ja gar nicht mehr hosten jetzt über Steam, oder? Ah, doch. Ah, müssen wir mal sehen in der nächsten Runde, wie es soweit ist. Guck mal, ist in der Alpha 7 dann an, nächste Woche. Genau. Ja, das wird Fred, natürlich. Der Balkon fällt wieder zusammen hinter dir gerade. Das wird natürlich weitergeführt, ne? Ist keine Frage. Also nur weil jetzt irgendwie 2014 ist, ist uns doch scheißegal. Ja, eben. Also noch ist ja hier die gute alte Zeit, ne? Ja. Voll daneben, ha, du Noob. Hast du denn Holz? Nein, ich habe gerade mein Inventar geleert, damit ich bereit bin für alles, was da geschieht. Okay. Hast dich schon mal nackig gemacht quasi. Ja, geil. Ich bin bereit. So, erstmal alles schön reparieren hier. Hallo! Hallo! Hey! Komm, wir machen Kreuzsicherung, genau. Ey, nicht doch! Was? Ach so. Du hast hier jetzt den Stein kaputt geschossen. Na, ich habe eigentlich dir voll ins Gesicht geschossen. Ja, aber das prallt doch alles Fred ab von meinem Erdbeergesicht. Oh, Erdbeergesicht. Ich habe ein Erdbeergesicht. Warum hast du ein Erdbeergesicht? Weil das auch so komische Punkte drauf hat wie eine Erdbeere. Ey, das ist voll frech, ja. Oder weil das so rot ist und deine Haare eher so grün oben auf dem Kopf sind. Er hat Samen gesagt. Wer hat eigentlich das hier im Dachstuhl fabriziert? Ist das ein Dachstuhl? Soll das ein Dachstuhl sein? Nein, das ist die das könnte auch sein, aber eigentlich war das die Stuhllampe. Die wurde aber schon die habe ich aber schon vor X Folgen gebaut. Die ist schon uralt. Die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich auch noch nie gesehen. Du bist so der Dachstuhl. So, ich mache hier mal zu und gehe mal kurz meine Pizza holen. Die ist unten im Keller. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ihr euch was wünschen würdet, was auch in Seven Days to Die ginge, was wäre das? Was auch auf diese Welt bezogen ist, also wirklich, wir leben jetzt in Seven Days to Die genau. Und ich würde wir mir leben jetzt hier in, was wünschen. Ja, wir leben in Seven Days to Die und versuchen uns jetzt hier was zu wünschen. Heilmittel. Nee. Das wird zu übertrieben, sondern was Realistisches. Was Realistisches. Also ein hübsches Skin für eine Frau. So. Wie? Ich bin noch voll hübsch. Ja, du, aber... Bis jetzt bist du nur eine Frau und weil du die Einzige bist, bist du dadurch auch hübsch. Ja, aber das war's. Genau. Ja, ich verstehe, was du meinst. Eine größere Auswahl. Eine größere Auswahl an Frauen. Okay. Okay, das lässt sich vielleicht irgendwie machen. Schreibst du dann die Entwickler an? Der Fred hat sich mehr Frauen gewünscht. Jawohl, wenn das der Fred will, dann kriegt er das auch. Hier, überall, Brüste. 1, 2, 3, 4, 5, so viele wie du willst. 7. Ja. Oh, 7 Brüste, ja. Pro Frau, ne? One Nipple. Two Nipple. Three. Oh mein Gott, der war hier. Oh nein. Schrammo ist übrigens hobbymäßig tatsächlich der Vampir. Der Graf Zahl, genau. Wie ging denn nochmal? Ich habe schon wieder alles vergessen, wa? Scheiße. Nutzen. Ich will was nutzen. Nuten. Minuten. Nee, ich möchte gerne. Du hättest mich gerade fast rausgeschoben. Diese Rabbit-Zeug hier. Wieso kann ich Rabbit on a Stick nicht braten? Oh Mann, ey. Das musst du am Cooking Pot machen, ne?
Am Cooking Pot. Oh. Ja. Wir haben 3 Stück im Lager. Aber nee, ja, der muss über ein Feuer hängen, oder? Nee, eben genau. Nicht. Das braucht nur der Cooking Pot. Nee, der muss über ein Feuer hängen. Nein, ich war gerade am Cooking Pot über unserer Truhe. Du hast doch keine Ahnung. Das geht gar nicht. Ich hab den Mülleimer versteckt. Ach, danke. Ja, ich habe jetzt 9 Rabbit Sticks. In einer Woche stinkt das. Ich steck da auch noch was. Woche. Oh, machen wir uns wieder Rabbit Sticks und essen die dann zusammen. Ja, hier, guck. 7 Days hier ist einer für Asralter. Oh, und hier ist einer für Schrammo und hier ist einer für Fred. Rabbit Kabob. Hallo, Schrammo. Rambo. Da liegt er doch. Spielen wir uns im Kreis und essen unseren Kebab. Nee, lass runtergehen. Ich find's unten gemütlicher als hier. Wir können auch aufs Dach gehen. Nee, da ist so viel Stuhl. Ich steig dir gleich mal aufs Dach. Würden Sie bitte jetzt mal... ich häng hier irgendwie gerade fest. Ja, wir müssen, glaube ich, einzeln bitte gehen Sie aus mir raus. Lass uns ans Lagerfeuer und dort was essen. Okay. Ich setze mich hier aufs Bett. Oh, das ist gemütlich, ha? Huh? Ja. Na dann, guten Hunger, Männers. Ich freu Wisst mich. Ihr was? Ich hab was ich mir wünsche für 7 Days to Die für Weihnachten. Stockbrot. Was? Stockbrot? Stockbrot, das muss man ja. Richtig. Ja. Auf hier jeden drüber Fall. Machen kann. Da hätte ich Bock drauf. So, und jetzt? Ja. Ich hätte gerne Cola. Prost, oder was? Nom, 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 Prost, nom, ja. Nom, nom, ja, nom, ja. Nom. Nom, nom, nom. Oh, direkt mit Stock gegessen. Ja, ich nicht. Ich bin da. Den so, Stock gebe ich mir für später auf. Bitch, auf die Matratze. Okay. Nach dem Essen, alter Fall, damit sofort mit so einem dicken Magen. Ich lehne mich einfach hier über den Balken. Oh. 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 Ich fette Schlampe. Das gibt's doch nicht. Das ist so. Okay, ich lehne mich einfach hier über den Balken und dann könnte... Oh, ich muss mich für dieses Lachen entschuldigen, glaube ich. Was denn? War doch berechtigt. Aber hier kann man doch eigentlich... Fette nicht Schlampe. Was kann man? Genau, trink dir erstmal einen an. Alles gut. Oh, wir können hier Säulentänze machen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich in einem selbstgebauten Keller eine fette Schlampe namens Franz treffe. Das ist so surreal, Alter. Hasch mich, ich bin der Frühling. Hey. Klippo. Und wir alle wissen, womit das endet. Richtig, ich werde vergewaltigt. Der Arzt. Ihr seid so blöd. Mit den beiden Messern, ne? Wer ist das? Schrammo? Ich habe hier eure Klöten übrigens am Stock gegrillt. Und ich habe mich schon gewundert, was das so angenehm warm ist. Ja, Asralter hatte keine, deswegen hat das auch alles so auf den Stock gepasst. Es waren nur noch 4. Aber Asralter, sorry, wo hast du denn deine Klöten verloren? Hör mal jetzt auf mir meine... Jetzt weiß ich, warum ich einmal im Monat blute, wenn du so weitermachst. So. Ach, heute haben wir aber auch einen fiesen Tag gehabt. Warum sind wir da jetzt eigentlich gerade im Kreis gelaufen und haben... Ich habe ein bisschen LSD in das Rabbitfleisch gepackt. Das war noch aus meiner geheimen Vorratskiste. Aus der Welt zuvor. Ihr wisst schon, wie Frauen das immer mit einmachen. Ja. Kommt ja oft vor, dass Frauen in Kneipen Männern LSD unterjubeln und die dann mit nach Hause nehmen, ohne dass sie das wollen. Ich glaube, mit LSD kommt das aber gar nicht so gut. Dann siehst du wirklich so... 5 Nippel. Mit LSD kommt man nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Glaub mir, das Erlebnis ist echt nicht schön. So, So, es wird langsam Zeit, aber ich glaube, wir beenden auch die Sonntagsaufnahme, oder? Es ist ein bisschen kürzer als sonst, aber das macht nichts, weil ist ja bald Weihnachten und dann könnt ihr nochmal zu Mama und Papa gehen und... Genau. Sagen, schenkt mir 7 Days to Die. Ja, oder schenkt mir einen Action-Fred-Vorlaut. Genau. Action-Fred-Vorlaut mit 7 Körperöffnungen. Es gibt auch einen aufblasbaren Schrammo zu kaufen. Ja, aber der hat nicht so viel zu bieten, finde ich. Aber der Bauchnabel ist offen. Und tief.
Wo seid ihr denn? Seid ihr oben? Ich laufe am Balkon rum. Ich bin am Eingang. Komm, wir lassen uns mal irgendwo treffen für ein Abschlussfoto. Für ein Abschlussfoto? Und ja, dann lass oben im Dachstuhl treffen oder so. Hallo. Ja, jetzt Hallo. Sollen wir noch zusammen irgendwie ein Weihnachtslied singen oder so? Lass mal hier hinhocken und dann singen wir ein Weihnachtslied. Was? Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die wir alle können, oder? Oops, I did it again. I played with your heart. And lost in the game. Strike. Oh, baby. Oops, I think I'm in love. Frohe Weihnachten in Zukunft euch, ne? Übermorgen und so. Wir sehen uns dann nach Weihnachten. Ihr müsst vor allen Dingen in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten verbringt und verbracht habt, ja. Und verbringen werdet 2014. Ja. Weihnachten und verbringen 2014. Gratut. Ja. Und vor allem, was macht ihr Silvester? Ja. Guck mal, ich twerke. Das können wir nächste Woche klären. Das ist ein Balztanz. Ach so. Drop that booty. Weihnachtliche Stimmung im Zombie-Schutz. Auf jeden Fall, sehr schön. So, ich habe unten übrigens ein Geschenk aufgestellt. Wer es will, soll mich entpacken. Aber was ist denn jetzt aus unserem Abschlussfoto? Ach so. Du wolltest noch ein Foto machen? Ja, dann machen wir einfach Schluss jetzt. So, tschüss. Mach doch einen Screenshot von vorher. Ja, und dann einfach. Ups. Na, und dann schreibst du irgendwo. Schießt einfach das Fenster aus der Wand raus. Jetzt ist da ein Stein, das ist auch schön. Du musst nicht immer mexikanisch entladen. Werte zu Flugschwarten. So. Würden Sie bitte aufhören, mir mit dem Hammer ins Gesicht zu schlagen, gute Frau? Bitte Feierabend machen. Das war das letzte Mal, ich verspreche.